Eurobase, 4 Turbolader, 3 Ladestufen, und bitte nur ein Spritzung, Originalblock, die Komponenten, sowas sonst, machen sich startbereit für die letzte Klasse des Tages. Es sind 17 Traktoren gerettet, Betty Boots ist der Erste. Ah, noch leichte Startprobleme. Gleich um alles oder nichts, kein Vorlauf, kein Abtasten. Wer hat das beste Setup? Wer kann die Bahn am besten lesen? Die Zielschlüsse entscheiden, ob sie auf Sieg fahren oder ob der Motor erstmal ein bisschen sehen. Der Indosieger 2024, das Sanstra Pulling Team mit Newborn hier und Wiengangster hier. Junge. Geilsten Traktoren in der Superstock-Klasse aus den Niederlanden, jetzt hier am Start. Okay, die Zeitstars. Ja, das ging aber mit der Drehzahl auch hier jenseits von Gut und Böse hoch gerade. Vor 9600, der schüttelt den Kopf, wer ist unzufrieden? Henry ist nicht zufrieden, das war, man weiß, er will um den Sieg mitfahren. Immer. Nur das deswegen ist, tritt er an. Ja. Und er kann auch um 1982 das Team schon Europameister gewesen. Also die sind nicht Jahre dabei. Es ist wirklich eines der ältesten Superstock-Teams, der Röckmelche. So gut an hier bei der Bruder. Er läuft richtig gut bis zur 50 Meter Marke. Haben sie schon wieder vorne, der dreht sich richtig frei. Da sind jetzt Wurzeln nicht. Also einer der vier Turbolader ist tatsächlich hier bei der Bruder jetzt kaputt gegangen. Ja, 106 Meter sind zu schlagen. Hier
herzlichen Applaus für Paul Siemers, Yellow Dream! Der deutsche Starter hier an der Strecke, Thunderpool. Wahnsinn, Starterfeld. Und die kombinierten Zyklus-Linien-Fahrten beziehungsweise den kombinierten Ablauf mit einem Durchgang. Wir haben noch richtig lange Leistungsschraube gedreht. Aufstellen. So die Ansage. Hört sich aber mehr so eine Dichtung an. Aber hört man jetzt entspannt, der sagt, schön für Eiso. Ein Pferd haben sie noch am Rennen. Rabbit kann bald kommen. Thank you.
Das ist nicht wahr. Oh, der war so gut unterwegs hier an der letzten Bahnkante, geradeaus hier an der Schuhe gezogen. Der Marcel Sandefan aus Dänemark vom Red Cup Make Team. Und dann das. Und dann steht er. Das darf doch nicht wahr sein. Bei 97,04. Oh, der war noch so schnell. Der war noch im Vorderstand. Da wäre richtig was drin gewesen. Aber er läuft. Das war noch kein Konzeptfeier. Das ist ein Konzept. Revin Cornwhite für Jovanina. Jetzt mal richtig Krach machen für diesen geilen Ferguson. Revin Cornwhite! Ja, und heute 7000 Euro. Da geht was. Richtig hoch bei Blue Thunder. Er verliert hier bei der 60 Meter Marke 70 Meter ungefähr Ladedruck und dann geht die Drehzahl runter und der Bremswagen wird zu schwer. Und ich will noch mal gucken, wo steht schon mehr, ob man das noch Arbeit hat oder nicht. Genau. Aber erst einmal wird gefeiert hier mit dem Blue Thunder. Es wird noch mal wirklich gespannt. Geht er an die 106, 107 Meter an John Deere 6000 Wirbel, Turbo Plan 4000 PS, Meter 0 Treibstoff, ist bereit für seine Pole. Und auf ihn geht, ein guter Tag, kann er das packen? Wir drücken die Daumen, auf geht's, geht er mal raus. Was macht er jetzt? Wundertüte. Best Überraschung. Solution! Wir lassen uns überraschen. Best Solution. Final Chapter. Tim Kaiser. Das ist der Lüge, meine Lieben, voll auf Gas mit der Europäer.
noch nicht so optimal, aber wir sind zufrieden. Ich glaube, wir sind gerade in eurem Tablet. Sehr geil. Ja, holt doch mal die Hände aus dem Tasche. Es wird doch mal gefeiert. Christoph Köln.